神羅転生。ねえ、ねえ、ねえ、so, ach, und am Bild fehlt noch was. Ich wusste, das ist eigentlich vom. Okay. Das ist nicht gespiegelt. Lass es sich spiegeln. Wenn zum Beispiel. Wollen die mich eigentlich verarschen hier? Dieser Scheißzettel, ey. Ja, ich kann mein kleines Feuchtstein nicht mitnehmen. Nicht vergessen. Komm her. Was ist das für eine Verarsche gewesen? Geh geradewegs durch die nächste Tür. Lass dich von nichts ablenken. Okay. Tagebuch der Hexer. Mein Vater und meine Mutter haben mich nicht geliebt, also habe ich sie geixt. Seitdem lebe ich in diesem Haus. Hosen schmücken den Tisch. Das Licht geht nicht mehr. Ach nö. Soll mich für nichts beirren lassen? Sie ist hungrig. Wer ist sie? Etwas ist auf der anderen Seite. An der Tür ist ein kleines Fenster, etwas wie. So groß wie eine Handfläche. Du erkennst schleimige, dunkle Schuppen. Irgendwas scheint umherzuschleichen. Sicher? Ja, machen wir mal. Und jetzt werde ich gefahren. Ah. Sie ist hungrig. Verschwert sich. Du hast den Frosch durch das Fenster gezwängt. Tja, aber jetzt ist sie wenigstens nicht mehr hungrig. Aber ich habe meinen treuen Begleiter verloren. Eine große Spalte. Der Boden ist feucht und riecht verfault. Warte, was? Was war denn das jetzt? Oh, der arme Hops. Oder Frosch. Eine Katzenstatue, nur ein Witz. Ey, ignoriere mich nicht einfach.
Oh Mann, der arme Frosch. Aber ich kann nicht mit denen interagieren. Okay. Sag mal. Es wirkt fast so, als ob sich der Kopf bewegt hätte. Geh dorthin durch, wo nur ein Auge geschlossen ist. Nur ein Auge geschlossen. Ah. Zwei Augen. Beide Augen sind offen. Alter, was bist du denn? Ein geschlossenes Auge ist auf die Wand gemalt. Keiner von denen ist richtig. Ein großer offener Mund, da ist ein Loch gerade groß genug, um durchzukriechen. Ich nehme mal beide. Ich sterbe wahrscheinlich. Ja. Based. Durchkriechen. Aber muss ich jetzt irgendwas verändern da? Ich bin gleich wieder aufgeschwießt. Und wie sieht's hier aus? Werde ich hier auch aufgespießt? Okay. Ich habe das Gefühl, hier kann ich nichts machen. Habe ich noch irgendwelche Gegenstände? Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hä? Warte mal. Ich muss irgendwas machen, dass das Auge sich öffnet. Oder, also, dass sich irgendwo ein Auge öffnet. Ein geöffnetes Auge. Oder wie was? Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Also es wurde nichts verpasst, glaube ich. Ich hatte gerade nur noch... Ich weiß nicht, ob es mit aufgenommen worden ist oder nicht. Ich hatte irgendwie gerade Aufnahmestopp. Was weiß ich. Hier war noch so ein Buch über Augenforschung. Verschiedene Menschen haben auch verschiedene Augenfarben. Über die Augenfarben der Frauen aus dieser Gegend wissen wir Folgendes. Die Augenfarbe einer Frau hängt von ihrer Haarfarbe ab. Die vier Haarfarben sind grau, schwarz, blond und rot. Die vier Augenfarben sind braun, grün, blau und rot. Grauäugige Frauen haben rote Augen und braunäugige Frauen haben entweder blondes oder rotes Haar. Okay. Aber wie kommen sie jetzt auf vier Räume? Blaue Augen stachen auf das Notenblatt. Blaue Augen. Hä? Warum hat sich das gerade nicht gemacht? Ich kann mit Sonne sein, ich kann mit Sand sein, auch mit Vogel kann ich sein. Was bin ich? Bin ich eine Frau? Bin ich ein Mann? Ich kann mit Sonne sein, ich kann mit Sand sein. Auch mit Vogel kann ich sein. Bin ich eine Uhr? Ja, das muss ja sein. Richtig. Ein Aufziehschlüssel ist herausgefallen.
Aufzählschlüssel der Dame halten. Ich meine, bei dem Rätsel, das ist ja nur Sonne, Sonnenuhr, Sand, Sanduhr, Vogel, Kuckuck, so ja. Eins, zwei. Gegenstände, Aufzugsschlüssel der Dame. Das Aufzugsschlossgeschick und das Spiel aufgedreht, ein Lied erklingt. Bitte lass mich jetzt nicht. Okay. Was ist denn hier oben noch was? Du brauchst nicht zu spielen. Okay. Ein Flügel. Flügel auf dem Noten. Nichts tun. Eine prächtige Vase. Okay. 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 Ah. Verkackt wahrscheinlich. Eine große Sanduhr, da läuft nichts. Hier hinten läuft nichts. Den Aufziehschlüssel der Dame brauche ich vielleicht nochmal. Ein Sprinkler fehlt, sein Gesicht ist rot. Kann ich irgendwas mit dir machen? Ach. Ein Spielzeugträger mit einer Gewehrtrappe. Ich werde gefressen, ja, okay. Muss ich nochmal mich mit den Bildern beschäftigen, oder wie? Hä? Warum ist grauhaarig so normal geschrieben? Wo sind die Spielkarten eigentlich hin? Habe ich die eingesnickt? Nee. Hä? Okay, der Stuhl steht hier richtig. Gerade komplett verloren irgendwie. Habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Das ist ein Westblatt, es kommt in einem Riss. Okay. Hey. Okay. War ich hier schon? Warum ist es so Weißblatt? Notenblatt halten. Ach du Kacke. Lässt sich nicht öffnen? Okay. Fortsetzen. Okay. Halt mich einfach. Ey. Noch einmal.
Vernichte das Gemälde. Vernichte das Gemälde, okay. Na? Ja? Haha, kleine Fatzke. Das Gemälde ist verschwunden. Was safen? Und warum rennt mir so ein kleines Mädchen schon wieder rein? Notenblätter. Du hast Notenblätter auf den Notenständer gelegt. Hey, ich wurde anders gefressen. Der Flügel scheint von alleine zu spielen. Ein Aufziehschlüssel für... Oh. Mysterien geklackt. Hallo? Kommst du hier nicht einfach wieder? Ekelhaftes Ding, ey. Du hast den Aufziehschlüssel in den Aufzugsloch gesteckt und an der Uhr gedreht. Da. Da. Die Uhr beginnt zu ticken. In allen vier Räumen erklang ein Ton. Scheinbar hat sich irgendwo etwas geöffnet. Das war ein entspanntes Horrorspiel. Entspannt und Horror. Passt voll gut. Na? Aber die Melodien sind schön. Die Tür ist jetzt offen. Oh nein. Kirche bedeutet Exodus. Ein Stunden geschlossene Frau. Und schön. Mein Ring. Er ist verschwunden. Okay, wir suchen einen Ring für eine Statue. Dunkles Glasfenster. Dunkles Glasfenster. Dunkles Glasfenster. Hier ist ein Riss. Okay. Ein Crack in der Wall. Tagebuch der Hexe. Ich hasse meine Krankheit. Wegen ihr kann ich nicht raus. Nur wegen ihr hat mich niemand geliebt. Hm. Okay. Jemand hat Aggressionen auf das... Der Flügel hat aufgehört zu spielen. Hm? Ein Kamin? Komm, lass Falle, bin ich verbrennen. Da ist ein Loch und eine Eisenleiter, die nach unten führt. Ja, dann steck ihn ab. Hallo? Oh. Okay, ja, hat schon wieder jemand reingespuckt. Die Tische wurden, die Stühle wurden ausgetauscht zu... Die Büste, das ist mir gerade nicht eingefallen. Büst zu Büsten. Der Wein steht immer noch da. Hallo? Hallo, Herr Chefkoch? Der Topf kocht. Ein schweres Küchenmesser. Der Griff ist mit schwarzem Zeug verschmiert. Hallo? Wer ist denn da? Ih, was ist das für eine Plörre hier? Zwischen den Puppen, Rippen steckt ein paar Essstäbchen. Goldene Essstäbchen. Alles so klebrig. Man ist so langsam. Das waren wohl alle die Freunde von der... Hier habe ich das Gefühl, man muss mit den goldenen Stäbchen... Der Kiste noch immer noch... Ein heißer Topf. Du hast den Deckel des Topfes mit einem Geschirrtuch aufgenommen und zur Seite gelegt. Ja? Du hast etwas mit den Essstäbchen geöffnet. Schweinering erhalten. Und warum guckt er am Totenkopf durch? Hallo? Ah, da weißt du auch nicht, was du sagen sollst, ne? Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Oh nein, blutige Hand. Lass mich hier raus. Muss ich jetzt wirklich wieder hier durch die Plörre?
Ja. Wo ist denn hier noch irgendwas? In diesem Skelett. Oder was? Stecken. Achso, in diesem Skelett stecken die Eisstäbchen. Okay. Ein Haufen Skelette. Irgendwas mit Händen. Ah, keines der Skelette hat Hände. Okay. Okay, hier muss ich nichts mehr machen. Oh Gott, das zieht sich. Jesus. So. Pack sie dahin, wo du sie hergeholt hast. Pack sie dahin, wo du sie hergeholt hast. Ach. Junge, kann mal jemand das Veterinäramt holen? Wohin? Das war, glaube ich, die Rippen. Das ist die Rippen. Ich glaube, das hat sich gerade bedankt. Lässt sich nicht öffnen, okay. Immerhin komme ich hier raus. Du hast jemand, die Treppen hinabläuft. Oh Gott, habe ich es geschafft? Also wahrscheinlich. Oder bin ich jetzt gestorben? Nee. Ist das dein Ring? Ah. Hältst du mich wirklich für ein Schwein? Das ist mein. Ich danke dir. Die Tür ist jetzt offen. Ach nö. Jemand ist sauer. Okay. Stopp, sie ist meine Freundin. Was war denn das? Warst du ein Goblin oder was? Was gab's, wenn es jetzt der Sprung draußen ist? Es ist stockdunkel. Ich könnte jetzt die Katze mal wieder gebrauchen. Ach komm. Jetzt muss man so langsam. Also das ist wirklich nicht so schwer, dieses Rätsel. Ja. In einem Garten. In einem schönen Garten. Oh, hier ist die Katze. Jau. Wir sind anscheinend in der obersten Etage. Und die Tasse mit Ingwertee. Oh, einen Tee könnte ich auch mal wieder trinken. Vögel fressen Grünzeug. Ein unheimliches Gewächs blockiert den Weg. Okay, muss ich jetzt nach links oder nach rechts? Warum sind nicht so viele Türen? Große Standorte zeigen. Das ist so dumm. Man stirbt wegen jeder Kleinigkeit, ey. Keine Blumen. Also, wenn sie nicht wäre, wären wir die allerschönsten im Garten. Ja, nicht wahr? Ein weiches, flauschiges Bett. Ein weiches, flauschiges Bett. Hier drin ist es stockdunkel. Tschüss. Ein Buch mit dem Titel Gesprächige Pflanzen. Sie sind schön und gesprächig, dies sind ihre Eigenschaften. Die weißen Blumen sind die schönsten im Garten. Seltsamerweise leuchten ihre Blüten, sobald die im Regen ausgesetzt werden. Die roten Gräser wissen sehr viel, allerdings lügen sie ständig, also sei vorsichtig, wenn du dich mit ihnen unterhältst. Die gelben Blumen sind hübsch, haben jedoch einen recht eigenen Charakter. Aus ihren Pollen lässt sich eine wertvolle Medizin herstellen, die entweder Leben retten oder einen sogenannten sogar umbringen. Okay, rote Gräser lügen, die weißen sind die schönsten. Die weißen Blumen sind die schönsten im Garten. Okay. Ein unheimliches Gewächs. Ein großes Loch ohne Boden in Sicht. Medizin.
Ein Vogelkäfig. Etwas scheint schwach mit seinen Flügeln zu flattern. Okay, das heißt, ich muss... Die roten Gräser flüstern dir etwas zu. Achso, flüstern sich etwas zu. Okay. Du hörst jemanden stöhnen. Medizin, hast du welche? Die. Eklig. Ich kann erkennen, den Gitter stehen. So, welche waren nochmal für Medizin? Die gelben. Okay. Stimmt, die gelben. Das heißt, man muss... Wie geht es dir? War ich vorher auch schon da? Siehst du euch eine Plage? Wenn jemand dieses Mädchen würde, nur jemand... Oh ja, wir würden unser besondere Pollen teilen. Hey, du hast ziemlich dicke Arme. Ohoho. Also sie würden mir ihre Pollen geben, wenn ich die weiße Blume... Brauchst du etwas? Du kannst mir einen Gefallen tun. Sei still. Rausziehen. Okay. Hä? Ansonsten ist hier doch nichts. Ein großes Loch. Also die weiße Blume verringert mich, wenn ich versuche, sie rauszunehmen. Ich muss sie aber rausnehmen, um Medizin zu bekommen. Und was mit euch? Möchtest du wissen, wie man eine Blume... Ja. Keine der drei Methoden ist der richtige Weg, um sie zu... Gib's einfach auf. Ich vergaß, wie man sie richtig... Ob es abschneiden oder entwurzeln war. Sowohl entwurzeln als auch pflücken sind die richtigen Methoden, um sie zu... War der Totenkopf da vorher auch schon? Ich weiß zwar nicht, was ich mit einem Totenschädel will, aber mal gucken. Nee? Kann ich nicht einfach aufnehmen? Ach, geht's hier auch noch was rein? Ah. Sag mal. Ist jetzt auch mal gut. Dann kam ein Mädchen zum Spiel. Ein süßes Mädchen mit blonden Zöpfen. Also, die roten Pflanzen lügen. Aber wenn jemand sagt, alle drei sind falsch. Ausreißen. Da werde ich sterben. Entwurzeln. Ist das nicht ausreißen? Sterbe ich. Abschneiden. Mit einem schönen Schrei zerfällt die schöne Blume. Ich habe ihn gehört, ihre widerlichen Schrei. Ich habe sie gehört, ich habe ihn gehört. Ha, 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 ha. Ach, unser Versprechen. Hier, nimm. Weißes Pulver. Ich habe Blumen für eine angenehme Unterhaltung. Ach, komm. So, jetzt muss ich den Typen oder das Ding hier im Gegenstände. Hey, gib das her. Das ist, was Pulver durch die Kritterstäbe geht. Wasch hat sich die Person das Pulver geschnappt. Oh, 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 oh nein. Habe keine, aber ohne sie. Ich kann es nicht rauchen ohne sie. Der Vogelkäfig ist umgefallen und die Haltung der Käfig scheint lose zu sein. Was ist den Käfig hier aufgebrochen? Etwas Unsichtbares scheint herausgeflogen zu sein. Okay. Etwas, um die Medizin zu verwenden.
Sehr gut. Der Boden ist vergiftet. Überquere mit farblosen Schuhen. Farblose Schuhe? Ein Buch mit dem Titel Der Skelettkrieger. Zweimal ein Krieger, also ein Land wurde zerstört und er wurde dabei getötet. Allerdings merkte er wieder, dass er noch etwas anderes. Sogar nach seinem Tode patrouillierte er. Vom Zentrum aus sah er nach vorne, rechts, links, vorne, rechts, links. Ein versaubertes Regal übersät mit Spinnenweben. Wo hab ich denn da einen Timer? Wo steht ein leeres Fläschchen? Oh, wahrscheinlich konnte ich wegen dem Gift nicht atmen. Ah, verdammt. Etwas, um die Medizin zu verwenden. Das war vorher nicht da, oder? Die Schädel versiegeln das Wasser. Ein alter Topf. Sterbe ich jetzt auch? Durch einen Biss oder so? Da ist ein Schädel. Jetzt habe ich zwei Schädel. Vorne, links, rechts, vorne. Und ich sterbe. Nichts passiert. Blumen und Blumen. Kann man die kombinieren? Und dann brauche ich noch ein bisschen. Nee, ein bisschen Wasser brauche ich noch. Okay. Mir fehlen, glaube ich, noch zwei Schädel. Ich brauche erstmal ein bisschen Wasser. Oder, nee, wenn sie nass werden, stand da ja nur. Kann ich jetzt den Ingwertee nutzen? What the fuck? Ich finde eine angenehme Unterhaltung. Ich bin gerade verwirrt. Ehrlich.